Wir sprechen heute über Oran und es geht nicht um die zweitgrößte Stadt in Algerien, sondern es geht um ein Buzzword in der Mobilfunkbranche. Und da habe ich einen Fachmann geladen, den Friedbert Rich, der für uns das Thema Einführung von Oran verantwortet. Hallo Friedbert, schön, dass du uns dir Zeit genommen hast. Hallo Markus. Und Friedbert, die Frage: Oran, was ist das eigentlich? Man liest oft, es sei ein neuer Mobilfunkstandard. Mobilfunkstandard ist jetzt für mich 4G, 5G. Habe ich da irgendwas verpasst? Was ist Oran? Oran steht für Open RAN, ja, also Open Radio Access Network. Ja, der Begriff RAN begleitet uns ja schon seit vielen Jahren für im Mobilfunknetz, für den Access-Bereich. Und Oran steht für Open RAN. Das bedeutet die Öffnung von bisher herstellerproprietären Schnittstellen, proprietären Schnittstellen, die entweder Hersteller begründet oder Deutsche Telekom begründet, proprietär sind, die werden mit Oran standardisiert. Also die Architektur, in der Architektur des RAN-Netzes werden alle Schnittstellen standardisiert. Somit, ja, könnte man von einem neuen Standard sprechen, ob Mobilfunkstandard die richtige Begrifflichkeit ist, aber mit den Standardisierungen der Schnittstellen betreten wir hier völliges Neuland. Und warum ist das wichtig, Oran? Ja, Oran ist für uns der Grundstein für die Erweiterung der Lieferantenvielfalt. Es geht uns hauptsächlich darum, die im Vergleich zu, was wir bisher gemacht haben, Single RAN, also S-RAN, das hat ja den Markt die letzten 10 bis 15 Jahre dominiert. Im Vergleich zu S-RAN wollen wir wieder zurückkommen zu einer deutlich größeren Lieferantenvielfalt. Wir wollen den Wettbewerb hier anreizen. Wir wollen bei den Herstellern von Systemtechnik wollen wir definitiv wieder zu einer größeren Lieferantenlandschaft kommen. Mit S-RAN hat sich der Markt der Lieferanten extrem konsolidiert. Wir sind heute vielleicht noch weltweit bei maximal 4 bis 5 Lieferanten. Wenn da die großen beiden chinesischen abziehen, dann sind wir bestenfalls noch bei 3 Lieferanten weltweit. Und das ist natürlich für ein gutes und funktionierendes Ökosystem aus unserer Sicht viel zu wenig. Vor allem in Bezug auf Innovationsführerschaft, Time to Market und natürlich geht es hier auch um die Preise. Das heißt, wie wird das dann in Zukunft bei einem Standort aussehen? Bisher sage ich ja immer, das ist beispielsweise ein Ericsson-Standort, ein Nokia-Standort oder sonst. Das heißt, in Zukunft wird an diesem Standort nicht nur von einem Lieferanten, Systemlieferanten Technik sein, sondern da wird von verschiedenen Techniklieferanten Technik verbaut sein. Genau, wenn wir über Oran reden, sehen wir heute die Oran-Einführung in 3 Phasen. Ja, die Phase 1 ist die sogenannte Fronthaul-Schnittstelle zwischen den Radio-Units und der Digital-Unit am Mobilfunkstandort. Die ist standardisiert, die ist offen. Wir nennen das bei Oran das Open Fronthaul. Und in einem Schritt 1, also in der Phase 1 der Oran-Einführung, werden wir Digital-Units eines Lieferanten A mit den Radio-Units eines Lieferanten B kombinieren. Also erstmalig im Markt, von dem haben wir viele Jahre, viele Jahrzehnte geträumt, dass wir nicht mehr das gesamte Equipment bei einem Lieferanten beziehen müssen, sondern wirklich Digital-Units und Radio-Units frei miteinander kombinieren. Könnte zum Beispiel dazu führen, was wir aktuell in Deutschland tun, in unserem Netz, wo wir Nokia Digital Units mit Fujitsu Radio Units kombinieren. Und Open RAN, nur jetzt am Beispiel Fujitsu sieht man das sehr schön, ist wirklich auch der Marktopener für Fujitsu gewesen. Fujitsu hat davor überhaupt keine Rolle gespielt im Mobilfunkmarkt bei den Systemtechniklieferanten, ist aber durch die Einführung der Open RAN-Technologie, durch die Standardisierung, ist Fujitsu in den Markt eingetreten, um als Hersteller von Radio Units praktisch aufzutreten. Also hier haben wir schon den ersten, das
Beweismittel, ja, wie kommen wir zu einer größeren Lieferantenvielfalt. Wir haben auch in Neubrandenburg, in unserer berühmten Ohan Town, vor 2 Jahren auch schon einen großen Proof of Concept gemacht, dort mit den Lieferanten Marvinier und NEC. Also dort haben wir praktisch Marvinier Digital Units mit Radio Units von NEC kombiniert und so weiter und so weiter. Die Liste könnte man jetzt beliebig fortführen, welche Kombinationen da möglich sind. Also echtes Open Front Hall als erster Schritt der Open-RAN-Einführung. Aber jetzt habe ich auf der einen Seite habe ich Single-RAN, das heißt, ich habe eine kompakte Anlage oder eine Kompaktanlage, um es jetzt mal im Consumer-Bereich zu lassen, Kompaktanlage gekauft von einem Hersteller. So, das hat Vor- und Nachteile. Ist denn dann Open-RAN nicht in der Umsetzung, in der Konzipierung eines Standortes wahnsinnig kompliziert, weil ich immer zwischen verschiedensten Anbietern dann das zusammenstecke? In der Tat ist es so, dass wir immer noch am optimalen Operating Model arbeiten. Das Open RAN bringt Vorteile, aber es bringt auch ein paar Herausforderungen mit sich. Unter anderem das, was du eben erwähnt hast, wer ist mein Hauptansprechpartner, wie kombiniere ich die Technologien, mit wen ziehe ich zur Verantwortung, wenn etwas nicht funktioniert, also Stichwort SLAs, also Service Level Agreements, Pönalisierung und so weiter und so weiter. Das sind alles Fragen, die natürlich mit der Disaggregation einer Technik einhergehen. Da haben wir für uns eine erste Lösung gefunden, also im aktuellen Projekt, in der aktuellen Einführung gehen wir hier einen ganz bestimmten Weg, sozusagen mit einem fest definierten Eingangstor. Aber es gibt durchaus andere Modelle, die hier im Moment noch durchdacht werden und die wir auch noch verproben werden. Wie weit sind wir denn dann mit diesem Thema Open RAN Einführung? Jetzt, wann haben wir gestartet? Wo stehen wir jetzt? Wo geht es hin? Ja, also wie eben schon erwähnt, wir sind, wenn wir auf Open RAN schauen, dann reden wir von einer Disaggregation der gesamten Architektur, der gesamten Technik. Wir befinden uns im Moment in der Phase 1. Wir führen das Open Front Hall ein. Eine Phase 2 wäre dann eine Cloudifizierung des Radio Access, also wirklich nicht mehr die herstellerspezifischen Digital-Units zu verwenden, sondern wirklich auf Kurzserver dann zu gehen, auf wirklich Hardware von ja, Supermicro, Kontron, Dell, HPE, wie auch immer. Das wäre dann die volle Virtualisierung. Das sehen wir tatsächlich erst in einigen Jahren. Deswegen haben wir uns eine phasenweise Einführung hier vorgenommen. Jetzt erstmal Open Front Hall. Hier bauen wir in diesem Jahr, bis Ende dieses Jahres, wollen wir an die 150 Standorte mit der ORAN-Technologie ausrüsten. Und danach, also in den Folgejahren, in den Jahren 2025 und 2026, so der heutige Plan, wollen wir auf mindestens 3000 Standorte praktisch unser ORAN-Footprint dann erweitern, wobei für die 3000 Standorte Stand heute noch keine finale Lieferantenentscheidung getroffen ist. Und jetzt aus Kundensicht ändert sich da aber nichts, oder? Also ich merke das jetzt nicht, ob ich in einem Uran-Gebiet bin, weil die Performance besser oder schlechter ist. Nein, da ändert sich überhaupt nichts. Also weder am Außenauftritt des Standortes, sage ich mal. Man wird dem Standort nicht ansehen, ob es jetzt ein Single-RAN oder ein Open-RAN-Standort ist. Vielleicht das ganz, ganz geschulte Auge erkennt eventuell, ob das die Technologie vom Lieferanten X oder Y sein könnte. Aber grundsätzlich ändert sich am Aussehen dieser Standorte nichts an den Antennen, an der Systemtechnik. Und für den Kunden, der Kunde wird davon Stand heute nichts merken. Also Stand heute sage ich, weil wir werden keinerlei Performance-Einbußen oder irgendwas dergleichen Performance-Veränderungen haben. Es ist nicht so, dass ORAN jetzt schneller sein wird wie SRAN oder mehr Features bietet. Wir sehen natürlich, wie vorhin schon erwähnt, für die Zukunft mit ORAN deutliche Vorteile in den Themen Einbringung von Innovationen, Innovationszyklen, auch hier Stichwort Time to Market. Hier sehen wir definitiv Vorteile für die Zukunft, aber in den nächsten Jahren wird der Kunde hier keinerlei Unterschied erkennen, ob er jetzt über ein ORAN-Netz oder über ein SRAN-Netz telefoniert. Welche Rolle spielen wir da jetzt? Also ist das jetzt ein
Ochern ein Telekom-Ding oder ist das ein weltweites Phänomen? Es ist definitiv eine weltweite Initiative. Die Standardisierung erfolgt in der sogenannten Ochern-Allianz, wo viele, viele Operator, also Netzbetreiber und auch Lieferanten hier sich zusammengeschlossen haben, um in dieser Ochern-Allianz die Standardisierungen gemeinsam abzustimmen. Also wenn ich ein Interface, wenn wir zum Beispiel das Interface zum Network-Management-System, hier reden wir über die neuen Interface O1 und O2, die werden in der Ochern-Allianz standardisiert. Und wie genau der Standard dann auszusehen hat und wie die Systeme dann miteinander spielen müssen, sich dann entsprechend mit der richtigen Sprache unterhalten können, das wird dann in dieser Allianz entsprechend standardisiert. Aber es gibt auch noch das TIP, ja, wo wir als Deutsche Telekom ja auch eine große Rolle spielen, hier das Telekom Infrastructure Project und verschiedene andere Initiativen, um Ochern hier weltweit vorwärts. Wir sehen aktuell etwas unterschiedliche Fokus in zum Beispiel im US-amerikanischen Markt und im europäischen Markt, während wir uns in Europa sehr stark, in speziellen wir als Deutsche Telekom, uns sehr stark auf das Open Front Hall konzentrieren, auf die vorher erwähnte Phase 1, sehen wir im Moment im Speziellen bei AT&T und bei Verizon in den USA die machen eher den zweiten Schritt vor dem ersten, sagen wir mal so. Die versuchen eher das Thema Virtualisierung, also Cloudifizierung, erstmal voranzutreiben und depriorisieren das Thema Open Front Hall im Moment etwas. Wir sehen hier andere Prioritäten, deswegen gehen wir im Moment den Weg, erstmal das Open Front Hall zur Wirklichkeit zu bringen und zum Erfolg, und dann reden wir über den nächsten Schritt, die Virtualisierung. Okay, aber du hast noch ein Stück Weg vor dir in deiner Aufgabe, das Ochern dann einzuführen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Falls ihr noch Fragen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos, und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.